Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Ettringen und Bell. Ein 82-jähriger Mann aus dem Bereich Andernach befuhr am 29.01.2023 gegen 22 Uhr mit seinem Pkw die L82 von Ettringen in Fahrtrichtung Bell. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Garagenmauer des dort befindlichen alleinstehenden Anwesens. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.